Hallo Leute, hier ist wieder euer Steven D. Und willkommen zu meinem nächsten neuen Unboxing-Video. Wieder eine gute Band dabei. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Und ja, nicht lange um den heißen Brei reden. Fangen wir direkt an mit der Präsentation von der Band. So, dann zeigen wir jetzt auch mal, um welche Band es sich handeln wird. Es ist, wer soll es nicht anders sein, Deftones mit 20 Jahre Anniversary auf White Pony. Da könnt ihr sehen, White Pony und Black Stallion sind drin. Black Stallion sind also 2020 Remixe von White Pony. Und White Pony ist natürlich das Album, was die Band nach vorne gebracht hat. Ja, wir machen jetzt mal auf und schauen uns die mal an. Ja. Zack, schon auf. Schon ist die auf. So, warum ich mir jetzt nicht die LP geholt habe, ist der eine Grund, weil die erst später rauskommt als die CD jetzt hier. Die kommt erst nächstes Jahr raus. Im Februar kommt einmal eine. Und die andere größere LP-Box, die kommt erst im April raus. Und da ich nicht so lange warten will und euch die präsentieren wollte, habe ich mir jetzt mich für die CD entschieden. Ob ich nochmal umswitchen werde, weiß ich nicht persönlich. Aber ja, wir schauen mal, ob ich dann nochmal die andere präsentiere, falls ich mir die holen sollte. Wenn man hier drüber geht, merkt man jeden einzelnen Buchstaben. Das ist ziemlich gut. Also das ist auch schon mal ein gutes Material. Und wir schauen direkt mal rein, was man da so findet. Hier hat man die Jungs. Mach mal auf. Piu. Nice, nice. Was soll ich sagen? Kann man da was sehen? Ja, man sieht nicht viel, aber das, was man sieht, ist okay. So, was haben wir denn hier? Oh ja, okay. Die CDs sind hier so drinne. Das ist schon mal nicht so cool, finde ich. Persönlich. White Pony soll silber sein. Ich weiß nicht, ob man das so nicht sehen kann. Ich hoffe es. Ist eine silberne CD mit White Pony drauf. Ich weiß jetzt noch nicht, warum die jetzt so grob hier drin reingelegt wurden. Das ist auch schon wieder fraglich, aber bitte schauen wir uns mal die Remix-CD Black Stallion an. Und da ist sie schon. Black Stallion, so sieht sie aus. Und ja, das war jetzt zum Beispiel ein Grund, warum ich mich für die CDs entschieden habe. Einfach schon, weil die, ja, na komm, weil ich mich für die CDs entschieden habe, was jetzt Gumantin noch drin ist. Scheint, als wäre da jetzt ein Bootleg drinne. Booklet. Und Songtext von jedem Lied. Da sind die Jungs nochmal. Deftones habe ich live gesehen, da ist auch schon ein paar Jahre her, und die Show, die die abgeliefert haben, war auf jeden Fall sehr cool. Und ja, gut, jetzt gibt es hier nicht viel zu sehen, also viel zu erzählen. Ich sage, das ist ja der Unterschied zwischen CDs und LPs. LPs zeigen manchmal noch ein bisschen mehr als nur CDs. Ist jetzt nichts Besonderes oder Großes. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, aber okay, ich finde, die CDs sind gut aufgemacht. Und ja, da kann man eigentlich nichts mit verkehrt machen. Ist jetzt quasi mein erstes Album, wenn man so will, von Deftones, und da fange ich natürlich auch direkt an mit White Pony, weil das ja quasi das Album ist, was sie nach vorne getrieben hat, was die Band bekannt gemacht hat. Nichtdestotrotz bleiben wir nicht nur bei White Pony, weil schließlich haben die auch dieses Jahr neues Album veröffentlicht. Kann ich ja auch mal zeigen. Schon mal auf für gleich. Ja, das Album
Orms ist das aktuelle Album von Deftones und enthält 10 Liedern. Und ich habe reingehört, das Album ist ziemlich gut geworden, hätte ich nicht gedacht. Dass es wirklich so gut läuft. Aber Deftones gibt es ja auch schon eine Weile, ne? Das muss man ja dazu sagen. Wir machen auch mal auf und schauen uns das mal an. Das ist halt so, allein vom Cover her würde ich schon sagen, was ist denn für ein krasses Cover, ne? Aber okay. Wie gesagt, das ist das neue Album Orms. Wir machen mal auf. Gibt es nicht viel zu sehen anscheinend. Und hier ist die CD, die mir jetzt wegrutscht. So, das ist die CD. Deftones Orms. Wie gesagt, Album ist ziemlich gut. Ich habe mir gedacht, wenn ich mir jetzt schon White Pony vorbestelle, 20 Jahre Anniversary, dann holst du dir auf jeden Fall auch das neue Album von ihm. Damit du auch weißt, in welche Band du tun hast. Wie gesagt, Deftones früher live gesehen, auch generell früher viel von ihnen gehört, aber wenig beachtet. Und jetzt dafür umso mehr, weil die mich einfach interessiert haben. Auch ihre Storyline hat mich, also ihre Geschichte zum Erfolg hat mich auch ziemlich interessiert. Leider ist ja auch nichts Besonderes drin, aber ist auch gar nicht so schlimm. Das machen die Jungs mit ihrer Musik ja wieder weg. Also von daher ist es nicht so schlimm. Orms Album lohnt sich auch auf jeden Fall holen. Für Deftones Fans sowieso. Damit haben wir dann quasi White Pony 20 Jahre und Orms. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, das war's auch schon wieder, Leute, von meinem Unboxing-Video Deftones. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, Leute, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao!